Ja, hallo mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir waren stehen geblieben bei, also wir sind jetzt durch die Kanalisation zurück wieder und sollen jetzt unsere Betrüger finden. Du warst aber bestimmt nett, oder? Ich spreche dich mal an. Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach ihnen. Oh Gott. Zuerst sagte Pendleton, es sei Zeit für unseren Bonus. Havelock stand hinter ihm und auf ein Zeichen hin schoss er jedem Einzelnen in den Kopf. Wie bei seinen Zielübungen. Lydia blieb kaum Zeit zu schreien. Ich wäre auch tot. Gott. Hätte Wallace nicht gesagt, dass nichts passieren wird. Pendleton entschuldigte sich, und dass niemand wissen dürfe, was sie getan hätten. Martin trank und schien traurig. Der Admiral wollte Callista erschießen. Dann murmelte er etwas über einen Gefallen, den er ihrem Onkel Kernow schuldete. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Ja, wow. Was sagt denn das Herzling? Enemy war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Okay. Der Admiral sagte, Martin habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Lass mich aber da. Dann haben sie sich Sorgen gemacht. Bin ich ohnmächtig geworden? Nein. Ey, Cecilia, Mensch. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Stattdessen verfluchte sie Havelock. Und starb. Lydia ist die Einzige, die mich freundlich behandelt hat. Okay. Wo bin ich denn hier überhaupt? Der Admiral wusste gar nicht, dass es mich gibt. Ich kann mich hier lang genug verstecken. Scheint, dass niemand sicher ist, wenn ein Mann einem Preis wie dem Thron so nahe ist. Ja. Eine Rune. Okay. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier... Okay, hier können wir auf jeden Fall schon mal raus. Ah ja, das ist auch der einzige Weg, zu dem wir raus können. Machen wir das doch. Was für ein Tag. Wird heute eine große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bis dahin überleben. Siehst du das Chaos hier? Emily ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Havelock, Hinweis zu seinem Plan. Der ist lange weg. Maske in den Fluss geworfen und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört ihr, sie hätten das Caldwell-Mädchen von ihm ferngehalten. Die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt. Wurde nur nachts rausgelassen. Den Verstand eines Kriminellen, hä? Was macht er dann jetzt? Er wartet. Beobachtet uns. Mit der irren Maske. Kommt näher. Noch näher und noch näher, bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher, ein paar Edelleute. Keine Chance gegen Männer wie uns. Jetzt hoffe ich, dass er sich zeigt. Ich will sehen, wie du um Hilfe rufen zu den Tallboys hinter uns rennst. So wie du, letzte Nacht. Was hätte ich denn machen sollen? Stehen bleiben und mich mit Steinen bewerfen lassen? Das waren nur Kinder. Das war eine Bande. Ich hoffe, Lord Regent Havelock hetzt denen die Tallboys auf den Hals. Eine neue Ära. Eine Zehnjährige auf dem Thron wird wohl kaum die Seuche beenden. Oberaufseher Martin sagt das Gegenteil. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo die Kaiserin tötete und dass die Ratten nie gehen würden, bis wieder eine Caldwin auf dem Thron säße. Er sagt, Corvo sei mit dem Outsider im Bunde. Auf dieser Stadt liegt ein Fluch. Das stimmt. Ich versuche immer noch den Dienst im überschwemmten Bezirk zu vergessen. Erinnere mich nicht daran. Bevor wir gehen, werde ich noch etwas aus dem Keller mitnehmen. Ein paar Flaschen Wein für uns. Pass nur auf, dass sich Corvo nicht da unten versteckt. Vielleicht hattest du recht mit ihm. Vielleicht. Okay. So, wie kriege ich euch? Wie kriege ich euch vor allem bevor der... Oh Gott. Oh. Was hat denn der für eine Sichtweite? Unglaublich.
Aber da drin zieht er mich jetzt nicht. Wolltest du noch immer wegen des Würfelspiels? Nicht jetzt, bitte. Doch, er sieht mich da drin. Den die Tallboys auf den okay. Hals. Eine wow. neue Ära. Eine Zehnjährige auf dem Thron wird wohl kaum die Seuche beenden. Oberaufseher Martin sagt das Gegenteil. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo die Kaiserin tötete und dass die Ratten nie gehen würden, bis wieder eine Caldwin auf dem Thron säße. Er sagt, Corvo sei mit dem Outsider im Bunde. Okay, gehen wir mal hier rein. Wie sieht's aus? Achtung, Bürger von Dunmore! Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin, der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten wurde. Wir können noch nicht sagen, wo er nun ist. Ich verwette meinen Sold darauf, dass er bei Piero Joplin ist. Wenn dem so ist, nehmt ihn fest. Aber er muss unversehrt bleiben, bis ich hier alles untersucht habe. Vorsichtig, da mag es Fallen geben und ich will ihn lebend. Sonst noch was? Ja, Sir. Alle Diener wurden kurz vor unserer Ankunft hingerichtet. Mit einem Entermesser und einer kleinkalibrigen Pistole. Sieht aus, als sei Corvo durchgedreht. Labor einzudringen. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten wurde. Wir können noch nicht sagen, wo er nun ist. Ich verwette meinen Sold darauf, dass er bei Pero Joplin ist. Wenn dem so ist, nehmt ihn fest. Aber er muss unversehrt bleiben, bis ich hier alles untersucht habe. Vorsichtig. Da mag es Fallen geben. Und ich will ihn sonst noch was? Oh Mann! Wahnsinn. Das Labor einzudringen ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Anton Sokolov hier gegen seinen Willen verhalten wurde. Aus der Schusslinie! Feuer! Joplin ist. Wenn dem so ist, untersucht habe. Das heißt unmöglich. Was unmöglich? Okay. Einen habe ich. Eine. Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel des Lordregenten des Staates Crystal und all seiner kaiserlichen Besitztümer, insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Ich hoffe innig, dass meine Amtszeit kurz sein wird und dass die rechtmäßige Erbin ihre Position in etwa einem Jahrzehnt antreten wird. Was schießen hier? Mist! Was? Erst aber doch jetzt nicht mich gesehen, oder? Nee. Okay. Ich muss ganz nach oben. Da haben sie ja alles ausgeräumt, das ist ja der Wahnsinn. Nichts mehr da. Wo ist das Herz? Drüben. So, ganz da oben. Da ist vielleicht in meinem Zimmer auch nichts mehr los. Das wäre natürlich heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen. Kein Zweifel. Du Sau! Wow. Jetzt kommen welche. Was mache ich? Hab doch da schon mal hochgepasst. Oh nein! Komm. Ja. Wo lege ich den jetzt ab?
Ja, ja, ja. Okay. Gut. So, und da ist jetzt eine Rune. Nee. Corvo, erinnerst du dich daran, wie wir ein besonderes Bild erzählt haben, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwell Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsbarrow Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist. Hinweis gefunden. Ja, diese vergebete Seuche. Weiß schon. Okay, nee. Wie komme ich denn jetzt da hin? Kannst du mich veräppeln? Achso, da unten drin. Okay, na, das könnte ich vielleicht. Okay. So. Oh, da könnte ich doch, warte mal. Da kann ich doch rein. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hier? Ich habe ein paar Fragen. Zum Elixier, ja, wir müssen über Ihr Tun. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Kiros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Mörtchen Asche. Ich will's haben. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Mhm. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich... Okay, aber kannst du mir vorher mal was basteln? Ich mache, was Sie wollen, aber fragen Sie schnell. Baupläne an. Explosionsgeschosse. Also erschmutzt. Betäubungsbeine. Erfordert diesen Gegenstand Corvos Pistole? Hab ich doch. Hab ich nicht meine. Hab ich mal Ausrüstung? Hab ich doch. Oder? Na egal. Ich brauch's eh nicht. Ich hab doch meine. Verdammt! Zu Hilfe doch jemand! F9. Ups. Zum Elixier. Kann ja mal passieren. Tonikum reden. Warum haben Sie keine Homöopathie? Corvo, gut zu sehen, gut, dass Sie noch leben. Die Stadt... Mit diesem Gerät senden wir ein. Ich habe ihn so justiert, dass wir. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich. Aber ich habe doch. Diesen Talent gesegnet. Nein. Ohne den Blitzpfeiler. Ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät in Gang setzen, oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Gerät. Tja, es war zu schön, um wahr zu sein. Die Verschwörer wollten den alten Piero für ihre Zwecke einsetzen und ihn dann verschwinden lassen.
Aber sie haben einen Fehler gemacht und mir einen Verbündeten gebracht, der fast so schlau ist wie ich. Meister Sokolov und ich werden uns hier drinnen verschanzen, bis wir die Schergen aus dem Weg sprengen und zur Akademie wegsprengen. Okay. Also. Einmal hier wieder ran. Warte mal, wo ist jetzt eigentlich diese Rune? Ach ne, die habe ich doch. Habe ich ja gerade geholt, oder? Huch, da hinten, der hat mich beinahe gesehen. Okay, Stockwerk runter. Und in sein Zimmer, oder? War doch so. Oder ein Hinweis zu seinen Plänen. Okay. Was? Wow. In der Tat, das glaube ich. Das ist hoffentlich kein Scherz. Wow. Wie cool ist das denn? Wow. Wahnsinn. Ja, jemand hätte da patrouillieren sollen. Wo waren die eigentlich im ersten? Durchlauf. Was für eine Party geht denn jetzt hier an? Das? Achso, den habe ich da abgelegt. Sieht ja cool aus. Okay. Warum patrouilliert hier denn keiner? Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Was geht da drüben vor sich? Mich zwar jemand entdeckt, aber ich. Das finde ich ganz witzig. Das hätte ich mal früher benutzen sollen. Ich bin ja wieder so einer der. Naja. Ich brauche mir. Ah. Hat es jetzt. Wie hat denn der die jetzt gefunden? Wie kam der da hin? Das ist das Nächste. Also Hinweis. Havelocks Zimmer, welches war das jetzt? Das ist da. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Oder? Hey, steht oh. Hier, hier! Irgendwer! Ja! Lief ja nicht gut. Lief ja mal absolut nicht gut. Man könnte auch sagen, schlecht. Sehr schlecht. So, mir ist jetzt wurscht.
Also, die 8. Wo ging's? So. Da, ne? Ich habe eure Pläne. Erstaunlich. Ja. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Bewusstlos, was bewusstlos. Sagen Sie dazu, Corvo? Verbrennen Sie sie. Nein, schlafen. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Das tolle Super-Ereignis fangen wir in der nächsten Folge an. Bis demnächst. Tschüss.